Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wenn jetzt viele von euch sich aufgejault haben zu Hause, warum wählt denn der Xaver so eine antike, altmodische Begrüßungsformel? Es gibt ja nicht nur Damen und Herren auf der Welt, nicht nur Frauen und Männer. Da gibt es doch noch so viele Geschlechter dazwischen und daneben und davor und dahinter und Menschen, die natürlich überhaupt nicht Teil sein wollen von diesen Kategorien. Ganz richtig habt ihr das jetzt zu Hause für euch festgestellt. Natürlich habe ich es absichtlich gewählt, diese Bezeichnung, um schon hinzuführen auf unsere heutigen beiden Sagen, nämlich Narziss und Medusa. Was ist ein Cis-Mann? Ein Cis-Mann ist also jemand, der mit seinem biologischen Geschlecht kein Problem hat, der sich also total damit identifiziert, so wie er geboren ist und der sich da ganz wohl und ganz sicher damit fühlt. Das sind natürlich auch Frauen, Cis-Frauen, auf die trifft es natürlich ganz genauso zu. Soweit so gut. Warum ist es aber so wichtig, dass diese Menschen eine Kategorie bekommen, einen Begriff bekommen? Das ist notwendig, weil das ganz lange ja nicht der Fall war. Der weiße heterosexuelle Mann, naja, der gilt als die Norm. Den brauche ich nicht markieren. Aber alle anderen, die werden schon markiert. Das ist eben dann die Lesbe, der Schwarze, der Schwule, die Rollstuhlfahrerin und. Alle Menschen, die irgendwie abweichen, die werden sofort in eine Schublade gesteckt und bekommen einen Namen. Und um das jetzt einmal den Cis-Männern und Cis-Frauen wiederzuspiegeln, hat man eben den Begriff Cis-Mann eingeführt. Und weil ich jetzt schon den Spiegel ins Spiel gebracht habe, werden manche von euch schon erahnen, wo der Begriff herkommt. Naja, er kommt natürlich, wie ganz vieles andere auch, aus der griechischen Mythologie. Und zwar kommt dieser Begriff von Narziss. Wer war Narziss? Narziss war ein Jüngling, ein junger Mann, wahnsinnig attraktiv. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, über Schönheit lasst sich nicht streiten, aber Narziss war ultimativ geil. Also da gibt es jetzt eine, irgendwie zwei, drei Meinungen darüber. Er war wahnsinnig sexy und er hat Männer sowohl als auch Frauen um den Verstand gebracht, nahezu. Aber er hat sich nicht für sie interessiert. Ja? Und diese Leute sind verrückt geworden, ist ja oft so, nicht? Kennen wir alle auch aus unseren persönlichen Geschichten und aus unserem persönlichen Leben. Und dieses Nichtinteresse von so wahnsinnig attraktiven Menschen macht die natürlich nur noch interessanter. Und genauso war es beim Narziss. Er hat sich nur für sich selbst interessiert. Und er hat sich selber auch so wahnsinnig schön und attraktiv gefunden. Und deshalb hat er sich jeden Tag in den Spiegel geschaut. Jetzt ist es allerdings so, wie wir wissen, Spiegel in dem Sinn in der griechischen Mythologie, in der griechischen Zeit, hat es ja in dem Sinne noch nicht gegeben, zumindest nicht so, wie wir das heute kennen. Das ist jetzt nicht irgendwie fabriksmäßig hergestellt worden. Deshalb hat man etwas anderes erfinden müssen, weil es im Spiegel noch nicht gegeben hat. Und so haben die Menschen damals, die Flussgötter, Narziss ist der Sohn eines Flussgottes auch, haben Seen erfunden. Und in diesen Seen, in diese Teiche und Seen, da kann man hineinschauen und dann sieht man sich selbst, wird man gespiegelt. Und daher kommt eben ja auch der Begriff Sehen, den wir heute verwenden, weil wir uns, wenn wir uns ansehen, das kommt eben ursprünglich aus dem Griechischen, von dem griechischen Wort See. Da stammt das her. Und auch Narziss hat sich so eine See angelegt, bei sich im Garten, damit er sich eben jeden Tag ansehen kann. Und am Vormittag ist er hinausspaziert und hat sich selbst angeblickt und war ganz glücklich und zufrieden. Er war sich seiner selbst ganz bewusst. Er hat überhaupt keine Zweifel gehabt an sich und seiner Identität und an gar nichts eigentlich. Aber eines schönen Tages ist er wieder hinaus in den Garten und hat sich angeblickt und dann ist ein Blatt in den Teich gefallen. Ein Blatt von einem guten Buch, vielleicht von Judith Butler, wir wissen es nicht genau. Und dieses Blatt ist hineingefallen und hat Wellen geschlagen. Und was passiert, wenn ein Wasser Wellen schlägt? Das Spiegelbild, es wurde verzerrt. Es hat sich verzerrt und Narziss hat sich plötzlich nicht mehr eindeutig und klar gesehen, sondern verzerrt, schräg. Heute würde man vielleicht sagen queer und das hat er nicht ertragen. Das hat ihn so geschockt, das hat ihn so fertig gemacht, denn Narziss
diese Uneindeutigkeit, diese Identitätsstörung, dass er sich sofort zack ins Wasser gestürzt hat und gestorben ist. Das war das Ende von Narziss, aber es bleibt immer auch ein Echo von ihm. Das sagt man ja immer, Narziss und Echo. Und dieses Echo, das hallt bis heute nach, denn dieses Echo, das sind eben die Cis-Männer. Viele glauben ja, Cis-Mann würde nicht eben aus der griechischen Mythologie kommen, sondern aus der Oper, wegen dem hohen Cis. Das ist naheliegend, weil natürlich sind Cis-Männer nirgendwo präsenter eigentlich wie in der Oper. Man denke an Placido Domingo, dem großen Star, wo er jetzt bekannt wurde, dass er über Jahrzehnte Frauen sexuell belästigt hat, seine Macht missbraucht hat, um sich an Frauen ranzumachen, die gefügig zu machen und. Der Klassiker eigentlich im Kunstbetrieb, der Opernbetrieb ist ja durch und durch männlich und durch durchsetzt natürlich von patriarchalen Strukturen und sexuellen Übergriffen. Und es ist dann auch herausgekommen, dass das beim Placido Domingo ein richtiges System dahinter gesteckt hat, um das irgendwie zu verduschen und aufrechtzuerhalten, den ganzen Betrieb, in den irrer Aufwand betrieben wurde. Und als das dann endlich ins Licht kam und sich Frauen gemeldet haben, ist er dann auch in den USA, wurde er sofort rausgeworfen von den Opernhäusern. Die waren froh, dass man ihn endlich los ist. Aber das war nicht überall so. Natürlich sind diese Frauen dann oft als Lügnerinnen dargestellt worden. Und in Österreich eben hat man ganz anders regiert als in den USA. Da ist er nicht ausgeladen. Nein, er ist eingeladen worden, mehr denn je. Und bei den Salzburger Festspielen zum Beispiel, bei den Salzburger Festspielen war er und er hat Standing Ovations bekommen. 15 Minuten lang haben die Leute tosend applaudiert und gesagt, jetzt erst recht, Placido, jetzt erst recht, lass dir nichts gefallen. Und das war eine ganz klare Botschaft, die man gesendet hat an die ganzen Frauen, an die Regieassistentinnen, an die B- und C-Sopranistinnen, nicht an die kleinen Sängerinnen, die niemanden interessieren. Ihr, liebe Leute, ihr seid uns wurscht. Der Placido Domingo ist ein fucking Genie, der Mann ist ein Gott von Apoll, höchstpersönlich ist er auf die Erde geschickt worden. Was wagt ihr es, den zu kritisieren? Ihr könnt ja froh sein, wenn der euch überhaupt angreift. Ihr könnt ja froh sein, wenn der euch auf die Titten oder am Arsch oder sonst wo hinfasst. Dieses große Genie. Dankbar könnt ihr jetzt eigentlich sein. Das war die Botschaft, die Salzburger Festspiele hier an alle Frauen geschickt haben. Und das war natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die schon einmal Opfer von sexueller Gewalt wurden. Mir ist es nur deshalb eingefallen, weil die Helga Rabl-Stadler, ja die große Chefin der Salzburger Festspiele, die war ja jetzt unlängst im Fernsehen wegen der Corona-Krise und dort hat sie gesagt, also die Kunst ist ein Lebensmittel. Die Kunst ist nicht alles, aber ohne die Kunst ist alles nichts. Ja, hat sie ganz lang und breit erzählt. Na, die Kunst ist unangreifbar, natürlich so wie der Placido Domingo ein Genie ist. Das sind natürlich Sphären, wo der einfache Mensch gar nicht mehr durchdringen kann. Und ich hoffe auch weiterhin, dass die Salzburger Festspiele, ja, alles Gute, dass ihr die Krise gut übersteht und dass ihr auch weiterhin Millionen und Abermillionen Förderungen bekommt vom Staat Österreich, damit dieses System, was ihr da seit Jahren am Laufen habt, auch weiterhin richtig gut funktioniert. Gell? Liebe Grüße nach Salzburg, an dieser Stelle an den Olymp der sexuellen Gewalt. Und wir kommen passenderweise von Narziss zu Mithusa oder wie man sie auch nennt, Medusa. Die MeToo-Bewegung, die kennen ja alle, brauche ich nicht erklären, was das ist. Aber wo kommt denn der Begriff MeToo her? Viele glauben fälschlicherweise, das komme aus dem Englischen. Nein, völlig falsch. Es kommt natürlich, wie so vieles, ist ja Logos, aus der griechischen Mythologie und eben von Mithusa oder wie wir sie heute nennen wollen, von Medusa. Denn sie hat schon sehr früh ein Schicksal erlitten, was praktisch symptomatisch oder exemplarisch vielmehr steht für die MeToo-Bewegung. Medusa ist ziemlich bekannt. Sie ist einer der großen Stars der griechischen Mythologie. Man kennt sie als Monster. Und das Besondere ist, wenn man Medusa ansieht, dann erstarrt man zu Stein, weil sie so hässlich sein soll. Das ist zumindest die Geschichte, die uns Jahrtausende lang erzählt worden ist, aber die Geschichte stimmt so nicht ganz. Medusa war ursprünglich überhaupt kein Monster. Die Medusa war ein vollkommen normaler, herkömmlicher Mensch, nicht? Wie es viele gegeben hat damals. Sie hat überhaupt nichts Spektakuläres getan, nichts Besonderes getan eigentlich, nicht? Aber ihr ist was passiert, nämlich die Götter
sind auf sie aufmerksam geworden. Ein Gott ist auf sie aufmerksam geworden und wir wissen, es ist wie mit der Polizei, wenn die Götter auf dich aufmerksam werden, ganz schlecht. Im Grunde genommen am besten, du kommst irgendwie durchs Leben, ohne dass sich jemand für dich interessiert, von denen da oben. Aber leider hat es bei Medusa nicht geklappt. Und zwar war es Poseidon, der ein Auge geworfen hat auf die Medusa. Und das ist besonders bitter, denn Poseidon war von allen Göttern vielleicht der grausigste. Wer ist Poseidon? Er ist der Gott des Meeres, ein Bruder des Zeus, der große Bruder. Zeus hatte ja 5 Geschwister und er war der Jüngste. Das ist ja ganz lustig, er war ja dann der Anführer der Götter sozusagen, obwohl er eigentlich der Jüngste war von diesen 6 Kindern von Kronos und Gaia. Er hat ja auch seine Geschwister gerettet. Nach der Geburt hat Kronos, der Vater, die Kinder alle aufgefressen, weil er nicht wollte, dass die ihm Konkurrenz machen. Nur der kleine Zeus konnte entkommen, der Junge, und der musste dann auf die Alten aufpassen. Also er als Junge war eben nicht mehr Teil der Risikogruppe, seine älteren Geschwister eben schon, aber er konnte sie noch retten und befreien, hat den Vater dann besiegt und wurde dann der Anführer der Götter. Poseidon, eben sein Bruder Hades und seine Schwestern, das sind Hestia, Demeter und Hera. Die Hera, Doppelschicksal, war nicht nur die Schwester vom Zeus, sondern musste den Typen auch noch heiraten. Aber das ist eine andere Geschichte. Poseidon ist also ein sehr früher, sehr mächtiger, sehr alter und großer Gott, aber auch ein sehr grausiger, eigentlich ein Prolet, ein Proletenschädel, ein dummer, primitiver Gott. Er war damals schon der Vorsitzende vom Andreas Gabelier Fanclub. Wer ist Andreas Gabelier? Für diejenigen, die es nicht wissen, es ist ein österreichischer Sänger, so eine Mischung aus Mario Barth und Andres Breivik. Jetzt, so muss man sich ungefähr den Gabelier vorstellen und ihm auch den Poseidon. Das, glaube ich, sagt schon alles aus über diesen Gott. Und ausgerechnet er hat eben Medusa irgendwie entdeckt. Und die Medusa ist gerade spazieren gewesen am Strand, um dort, ich weiß nicht, antike Münzen zu suchen oder zu philosophieren, was man halt so macht, nicht? In Griechenland dieser Zeit. Und Poseidon hat sie gesehen und er ist sofort herabgestürzt vom Olymp auf die Medusa, hat sie gepackt, in eine Grotte gezerrt und dort misshandelt, dort vergewaltigt. Und ist dann wieder abgezischt, zack, zurück auf den Olymp, hat die Medusa dort zurückgelassen. In welchem Zustand, kann man nur erahnen. War natürlich vollkommen fertig, die Gute. Aber, wer erscheint aus dem Nichts? Die nächste Gottheit, nämlich Pallas Athene. Und da hat man sich gedacht, wenn man das jetzt so liest oder hört, diese Geschichte, denkt man sich, na, Medusa ist gerettet, jetzt wird doch irgendwas passieren, was Gutes, Wiedergutmachung. Denn Pallas Athene, naja, auf die ist Verlass. Die Pallas Athene, das ist ja die Göttin der Weisheit, die Intellektuelle unter den Göttern. Die geht auch jedes Jahr zu den Salzburger Festspielen und schaut sich diese großen Inszenierungen an. Nicht eine starke Göttin, noch dazu eine Frau. Die wird der Medusa helfen. Aber wie es ihm oft so ist, da ist man naiv, wenn man daran glaubt. Da ist man naiv, wenn man die Hoffnungen in die Intellektuellen setzt. Es war ganz anders. Die Pallas Athene hat die Medusa sogar noch bestraft dafür, dass sie vergewaltigt wurde. Und auch das hat sich ja seit der Antike nicht groß verändert. Es sind ja oft die Menschen, die Opfer von Gewalt werden, die Opfer von sexueller Gewalt werden, die kriegen es danach ja noch einmal auf die Fresse. Die werden verhöhnt, denen wird nicht geglaubt und. Und genauso war es damals auch schon. Sie wurde bestraft für diese Vergewaltigung, die Medusa. Und zwar hat Pallas Athene sie in ein Monster verwandelt. Also es sind Schlangen. Statt Haaren hat sie plötzlich Schlangen gehabt am Kopf. Eigentlich, heute würde man sagen, cool. Nicht? Ich meine so, wie die Lady Gaga, wenn du auf die MTV Awards gehst, nicht? Bis der Star des Abends. Aber Schönheitsideale immer stark im Wandel der Zeit. Und damals war das nur so semi-cool mit diesen Schlangen am Kopf. Und dann ist die Medusa zurückgegangen in ihr Dorf und hat die Leute herbeigerufen, hat gesagt, Leute, schaut her, was mir passiert ist. Ich bin missbraucht worden und dann zur Strafe habe ich auch noch diese Schlange da vom Kopf auf den Kopf bekommen. Schaut mich an, schaut, was mir passiert ist. Aber was haben die Menschen gemacht? Was haben ihre Mitmenschen gemacht? Sie haben die Medusa angesehen, aber niemand hat reagiert. Medusa hat ihre Geschichte erzählt, aber niemand hat irgendwas getan. Alle Menschen aus ihrem Dorf sind einfach nur stumm dagestanden. So, als ob sie zu Stein verwandelt worden wären.
Das war die Geschichte von Medusa und von Narziss.